So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir Trübwasser vor dem Dominion befreit und haben da einen Schlüsselstein geborgen, der noch für die Hauptquest relativ wichtig sein wird. Moment, braucht eure Hilfe. Okay, haben wir auch jetzt schon abgehakt. Und genau, dann sind wir zurück nach Sturmfeste geritten, um halt unsere ganzen täglichen Aufgaben zu machen, die ich jetzt hier auch nochmal am Anfang der Folge machen wollen würde. Hier. So. Da haben wir nämlich das auch schon erledigt für diese Aufnahmesession. Und haben dann nämlich nicht den Druck, das noch irgendwie reinschieben zu müssen. So, nehmen. So, hier haben wir noch die Schreinerwerkstatt. Ha, 3 Tage. Okay, gut, alles klar. Und dann müssen wir mal schauen. Da würde ich nämlich sagen, reisen wir dann zum Wegschrein von Zishmir und begeben uns dann einfach nach Osten. Und erkunden dort mal das östliche oder südöstliche Schattenfen. Weil da dürfte es rein theoretisch noch 2 wichtige Sachen geben. Rein theoretisch gesehen natürlich. So. Zum Beispiel den Sigamoras hätten wir da im Angebot. Und ich glaube da noch eine andere Sache, wenn mich nicht alles täuscht. So, jetzt setze ich mir einfach mal hier den Wegpunkt und reite einfach mal in diese Richtung. Vielleicht haben wir Glück und wir treffen jetzt noch auf den Weg dorthin irgendwelche Magierbücher oder Truhen oder sogar Himmelsscherben. Das wäre natürlich von Vorteil. Aber hoffentlich keine Lamien. Und auch keine Wespen. So, haben wir hier irgendwas? Obsidian. Ach, da ist eine Schlange. Okay, geh weg. Hier, Tiefgräber. Genau. Huch. Wo sind wir jetzt? Hier sind wir, genau. Dort, wo ich eigentlich hin wollte. So, die Irrlichter nehmen wir jetzt noch nicht mit. Erst wenn wir ja wirklich gegen die kämpfen müssen, weil ich hasse Irrlichter. Warnung an alle Reisende. Die Tiefgräber sind für Pilger nicht mehr sicher. Hört nicht auf die Irrlichter. Und in der Notiz befindet sich eine Ergänzung in einer anderen Schrift. Es gibt keine Hoffnung. Bitte lasst mich nicht nach... Nicht auch euer Grabschaufel. Parasch. Okay. Da haben wir schon wieder relativ früh eine neue Quest erhalten. So. Wir haben jetzt mal mit einer guten Parasch reden. Oh Gott. Nein, 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 nein. Oh, eine Schlange. Oh, ich hasse Schlangen. Oh. Ah, das ist so richtig unangenehm. Dann merke ich schon, wie ich richtige Panik bekomme. Ach, das war dumm. Und da oben kommt die. Nein, geh weg, geh weg. Lass mich in Ruhe. Lass mich bloß in Ruhe. Danke. Und immer bei solchen Sachen merke ich, dass ich unbedingt eine Heilungsfähigkeit benötige. Oh, aber wir haben schon Rang 48 bei Zerstörungsstab erreicht. Da fehlen uns nur noch 2 und dann kann ich nämlich meine Todesfähigkeit ausrüsten. Ich will mal kurz gucken, weil ich hatte nicht beim Schmiedehandwerk nämlich noch was erreicht, aber nein. Das reicht nicht. Es ist kein Ort für die Lebenden. Nicht mehr.
Wenn ihr hier seid, um verlorene Freunde zu ehren, solltet ihr nächstes Jahr wiederkommen. Vielleicht stehen die Dinge dann besser. Wenn es hier so gefährlich ist, warum seid ihr dann noch bei der Arbeit? Irrlicht dahin, irrlicht daher. Es ist falsch, eine Leiche an ihrer Rückkehr zum Hist zu hindern. Und die Reisenden, die die Leichen bringen, nun ja, die erwarten eben, dass die Toten bestattet werden. Ich habe es versucht, aber mit einer Schaufel komme ich nicht gegen Irrlichter an. Ich kann damit nur die Toten begraben. Warum greifen die Irrlichter an? Das hat mir der Wind nicht zugewispert. Es gab schon immer Irrlichter, aber sie waren noch nie so gefährlich. Es würde mich beruhigen, wenn diese Bedrohung für die Reisenden ein Ende finden würde. Das Leben ist hier auch so schon hart genug. Dann lass mich der Sache nachgehen. Weil ich habe nämlich ganz viel Zeit. So, jetzt muss ich aber erstmal Reisende retten. Ich muss mal gucken, wo sich hier welche verstecken. Weil ich will jetzt nicht unbedingt gegen so viele Irrlichter kämpfen. Ja. Aber was machen eigentlich Irrlichter? Das sind ja einfach nur so, so psychisch. Also, dass sie, sag ich mal, die Psyche der Reisende angreifen müssen, die auch. Also, ich meine, klar, bei uns ist ja auch körperlich jetzt hier mit dabei. Aber für die Reisende, weil die dürften doch eigentlich schon längst und tot sein. Ich lebe, um einen weiteren Tag zu genießen. Rucksack. Okay, kann ich gar nicht öffnen. Ist ja schade. Gucken hier oben. Das sieht doch bestimmt aus, als würdest du noch ein Magierbuch geben für mich. Oder? Oder? Okay. Doch nicht. Ach, hier haben wir noch ein Irrlicht. Dieses Mal ist es sogar nur eins. Nummer 2 und hier haben wir noch die Quarmamine von. Ich vertrockne vor dem. Ach, ich freue mich schon, wenn wir dann die Champions-Punkte haben. Also, die dann verwenden dürfen. Weil dann wird nämlich alles hier viel leichter zu bewältigen sein. So, den haben wir jetzt gerettet. Haben wir hier noch irgendwo irgendjemanden? Nein, es ist eine Schlange, die... Ihr seid die Sonne auf meinen Schuppen. Bezer, okay. Entschuldigt, dass ich mich nicht erhebe. Ich bin nicht mehr der agile Schlüpfling, der ich einst war. Seht nach draußen, Außenstehende. Was seht ihr? Traurigkeit? Was ist mit denen, die niemals den Weg zu diesem Ort der Ruhe finden? Was ist mit denen, die wir für immer verloren haben? Tja, das kann ich nicht sagen. So, aber da ist noch jemand, der unsere Hilfe benötigt. Es sind zum Glück diesmal nur zwei Irrlichter. So, Nummer 4. Und da haben wir noch jemanden. Ich glaube nämlich, die Nummer 2 macht nämlich keinen Sinn bei dem, weil die ja sowieso eigentlich schweben. Behaupte ich das einfach mal. Gut. Kann auch ein Wert dahinter stehen. So, Parasch, ich habe jetzt einige Reisende gerettet. Wo
Was ist denn los? Hast du Probleme? Parash reagiert nicht auf eure Anwesenheit, Parash. Parashs Blick scheint immer noch auf etwas gerichtet zu sein, das ihr nicht recht sehen könnt. Oh, und da ist jemand. Eine geisterhafte Gestalt, ob wir der vertrauen können? Ich bin hier, ich möchte... Weil hier ist nämlich ein Irrlicht und den möchte ich nämlich jetzt nicht auf mich ziehen. Ihr seid weit gereist. Rastet ein wenig bei mir. Warum wehrt ihr euch? Ich biete euch Frieden. Weil ich euch nicht kenne. Ihr müsst jetzt stark sein. Hinfort, Geist! Und da ist sie weg. Kommt! Ihr habt die Gefahr se- Ich habe noch nie gesehen, dass sie Beute so heftig angreift. Was für ein Problem hat sie mit euch? Ich habe einige Reisende von den Irrlichtern befreit. Könnte es das sein? Ihre Stimme gebietet über die verlorenen Seelen. Daher ist das ein sehr wahrscheinlicher Grund. Ich weine um die anderen Reisenden, die in ihre Falle getappt sind. Ihr solltet unsere verfluchten Grabstätten verlassen, solange ihr noch könnt. Aber ihr habt sie nicht vernichtet, oder? Nein, sie wurde nicht vernichtet. Nur kurzzeitig zum Verstummen gebracht. Sie ist alt. Vielleicht so alt wie die Sümpfe selbst. Ich weiß nicht, was ihr Interesse an den Lebenden geweckt hat. Aber das alles verheißt nichts Gutes für uns. Ich frage mich, ob es etwas mit unserem neuen Besucher zu tun hat. Wir hatten noch nie einen Altmeer zu Gast. Vielleicht ist es auch nur ein Zufall. Was meint ihr? Valrendil wirkte ganz harmlos. Anfangs hat er nur unsere Bräuche studiert. Dann begann er damit, Fetische und Überbleibsel von unseren Ritualen zu sammeln. Das war seltsam, hat aber niemandem geschadet. Dann wurde er dabei ertappt, wie er sich an einigen unserer Gräber zu schaffen gemacht hat. Er meinte, er wollte sie nur untersuchen. Ist er ein Nekromant? Okay. Er hat die Ruhe der Toten nicht gestört. Es Entschuldigung. Ist etwas anderes. Ich würde ihn gern verstehen, aber er möchte nicht mit mir darüber reden. Er hat nicht weit von hier sein Lager aufgeschlagen. Vielleicht gibt es dort einige Hinweise. Ich werde sehen, was ich herausfinden kann. Entschuldigung, wenn ihr meinen Hirsten jetzt gehört habt, aber irgendwie war meine Stimme, meinte meine Stimme gerade nicht funktionieren zu wollen. Vielleicht schaffe ich das ja auch mit meinen nicht vorhandenen Fähigkeiten, das so stumm zu stellen, dass man mich auch gar nicht hört, was ich aber allerdings bezweifle. So, und da haben wir den Altmeer, beziehungsweise das Lager von dem guten Herrn. In diesem Paket befindet sich eine Dominion-Uniform mit mehreren Medaillen und einer Art Rangabzeichen. Darunter liegt ein zerknittertes Plakat. Gesucht. Valrendil. Wegen Versäumnis seiner Pflichten. Der Nachweis seines Todes wird von Schatzmeister des Dominions entsprechend belohnt. Er leidet unter Wahnvorstellungen und ist anfällig für Verbrüderungen mit verfeindeten Argoniern. Okay. Erfahrungsoderat der Argonier. Ihr seht mehrere uralte argonische Relikte. Sie wurden vorsichtig in Stoff eingewickelt und verstaut. Einer der etwas feiner gearbeiteten und älteren Krüge ist trotz der vorsichtigen Verpackung zerbrochen. Dieses Buch gibt Schilderungen argonischer Begräbnisriten wieder. Eine Seite kurz vor dem Ende wurde mit einem gelben Band markiert. Ihr habt auf der markierten Seite die Zeichnung einer hübschen Altmeer entdeckt. Sie ist mit Valrend designiert. Unter dem Bild steht etwas in viel zittriger Schrift geschrieben. Derlei Kritzeleien werden eurer Schönheit nicht gerecht, meine Liebste. Ich werde euch wiedersehen. Schon bald. Warum durchsucht ihr meine Sachen? Ich bin zu diesem heiligen Ort gekommen, um zu lernen. Und nicht um mich um Kleinkriminelle zu kümmern. Ich werde Shijaitel von euch berichten. Sie toleriert an diesem Ort keine Vagabunden. Shijaiti hat mich geschickt. Sie möchte wissen, warum ihr hier seid. Natürlich. Damit hätte ich rechnen sollen. Richtet der großzügigen Shijaitel aus, sie kann unbesorgt sein. Meine Arbeit ist keine Bedrohung für die Argonia. Sie ist eine persönliche Angelegenheit. Nach jahrzehntelangen Bemühungen zeigt sie nun womöglich endlich Erfolg.
Auch wenn ich dafür das Vermächtnis meiner Ahnen verraten muss. Was für eine Arbeit, was meint ihr? Meine Frau. Ich rede von meiner Frau. Sie war, ist die Freude meines Lebens. Von solcher Anmut, wie man sie nur einmal in 100 Jahren sieht. Dann hat der Tod sie geholt. Es war für mich nicht zu verhindern, aber ich konnte sie nie vergessen. Sie war zwischen den Welten gefangen. Bis jetzt. Was habt ihr getan? Meine Frau lebt. Sie hat dank dem Hist eine agonische Wiedergeburt erfahren. Obwohl ich genau das wollte, war ich doch erstaunt, wie schnell sie an diesem Ort erwachte. Das Dominion wird mich wegen Fahnenflucht hinrichten. Daher bleibe ich hier in diesem Haus, das meine Liebste für uns erschaffen hat. Sie ist erst hier von den Toten erwacht? Darf ich sie sehen? Erst hier. Es muss die Nähe zum Hist sein, der seine Toten zu sich zurückholt. Sie wieder um mich zu haben, das ist so wunderbar. Ja, natürlich. Ihr solltet sie treffen. Sie ist drin. Es mag nur wie eine Höhle aussehen, aber drinnen hat sie unser altes Heim neu erschaffen. Mhm, da bin ich ja mal gespannt, wer da auf uns wartet. Ja, okay. Aber hier kann ich auch einige Sachen mitgehen lassen. Das werde ich erstmal kurz ausprobieren. Leertruhe, Dietrich. Ja, nehmen wir mal mit. Eine Reisende. Ruht euch an unserem Kamin aus, solange ihr wollt. Soll ich euch etwas zu essen oder zu trinken bringen? Seid ihr warrendiges Frau? Natürlich bin ich das. Sehe ich etwa nicht wie eine schöne, adlige Hochelfin aus? Arbeitet ihr für das Dominion? Wurdet ihr geschickt, um einen Mann wegen Fahnenflucht festzunehmen? Verschwindet! Er darf nicht gestört werden. Anscheinend habt ihr etwas zu verbergen, Geist. Wer seid ihr wirklich? Ich bin Varendils Frau. Ich bin die, die er liebt. Die, um die er sich sorgt. Die, nach der er sich all die Jahre gesehnt hat. Ich werde ihn glücklich machen. Für immer. Ich habe nichts mehr mit euch zu schaffen. Okay, das werden wir noch sehen. Und jetzt wurden wir rausgeschmissen. Na gut, da können wir ja der Parasch jetzt mal Rede und Antwort stehen. Mal gucken. So, wo ist denn die gute Parasch? Ach da. Sidshaitel. Geht es euch gut? Überall um euch sehe ich Zeichen der Ranken des Geistes. Ihr wart im Lager des Altmeers. Was habt ihr gefunden? Er hat mich seiner Frau vorgestellt. Frau? Er kam ohne Frau. Wie konnte... Wie töricht von mir. Unsere Irrlichtmutter hat die Gestalt von Valrendils toter Frau angenommen. Sie ist stark. Viel stärker als der einfache Geist, für den ich sie hielt. Das ist gefährlich. Wie kann ich sie aufhalten? Den Legenden zufolge kann man Irrlichtmütter nicht vernichten. Genauso wenig, wie man je den Mond oder die Sterne vernichten könnte. Nein, ihre Essenz muss eingefangen werden. Denn sonst wird sie sich wieder aus den Sümpfen erheben. Ihr neuer Liebhaber liegt ihr sehr am Herzen. Das können wir ausnutzen. Habt ihr einen Plan? Ich habe immer einen Plan. Wir müssen sie in etwas Uraltem und Mächtigem einsperren. Seht ihr die Xanmeere in der Ferne? Jede von ihnen birgt Bruchstücke, die ich brauche, um daraus ein Gefängnis zu bauen. Ich werde die Ritualstätte vorbereiten. Sammelt die Teile und trefft mich dort, wo die unlängst Verstorbenen begraben werden. Alles klar, das würde ich erledigen. Und ich freue mich drauf, dass ich die Sachen einsammeln darf. Lass mich bitte alle in Ruhe, ich möchte hier nur Sachen einsammeln. Das alte Relikt auf diesem Sockel surrt vor Energie. Während ihr euch nähert, füllt sich euer Mund mit dem ausgeprägten Geschmack von Salz. So, dann rennen wir nochmal in die komplett andere Richtung. Okay, hier komme ich nicht an die Irrlichter vorbei. Sehr schön, das freut mich natürlich.
Ach, verdammt, jetzt habe ich das gemacht. Ah, das wollte ich doch gar nicht. Übrigens sehr schön, dass sie meistens keine Sachen liegen lassen. Das alte Relikt auf diesem Sockel sorgt für Energie. Während ihr euch nähert, füllt sich euer Mund mit dem ausgeprägten Geschmack von Salz. Oh, ekelhaft, die Schlangen. Oh Gott. Die Urne, die ihr bei euch habt, enthielt einst die verfluchten Seelen derer, die niemals zum Hist zurückkehren können. Sehr schön. Das war die Strafe für ihre Gotteslästerung gegenüber Saxel. Über die Jahre hat sie etwas von ihrer Kraft verloren, aber für unsere Zwecke wird sie noch nützlich sein. Was tun wir jetzt? Ich muss den Ritus abhalten. Eure Aufgabe ist einfach. Lasst keine Seele in diesen Kreis, denn sonst werden sie ebenfalls gefangen. Lasst es mich wissen, wenn ihr bereit seid. Ich bin bereit, lasst uns anfangen. Dann fangt ihr jetzt hier mal an. Das Gefäß ruft nach längst verlorenen Seelen. Sie kommen. Ja. Ach da. Hä? Da ist noch ein. Ach da. Haben wir sonst noch irgendwas? Das Artefakt ist bereit. Öffnet es nicht, bis die Zeit reif ist. Wann soll ich das Siegel brechen? Ihr solltet das Gefäß zur Irrlichtmutter bringen. Sie ist derzeit noch sehr mächtig. Also müsst ihr sie zunächst schwächen. Dann öffnet ihr das Gefäß, damit es ihre verderbte Seele aufnehmen kann. Vielleicht braucht ihr die Hilfe von Valrendil, um die Irrlichtmutter zu erreichen. Aber ich glaube nicht, dass Valrendil euch helfen will. Denkt ihr, dass sie noch in der Höhle ist? Ich weiß nicht, wo ich sonst noch schauen soll. Armer Valrendil. Ich fürchte, die Irrlichtmutter wird ihn ausnutzen. Sie wird ihn dazu zwingen, sie zu beschützen. Obwohl Gewalt seinem Wesen eigentlich zuwiderläuft. Ihr müsst Erbarmen mit ihm haben und sie muss aufgehalten werden. Das sehe ich genauso. Ich werde mich vergewissern, dass sie darin gefangen ist. Yay, super. Ich glaube aber, es dürfte eigentlich jetzt die letzte Aufgabe sein. Wo sind wir? Tiefwassergräber, ne? Die Tiefgräber. Aber ich glaube, es sind Zinkflöz, oder? Ne, Kupferflöz. Flöz. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Ja, und jetzt habe ich diese blöden Irrlichter. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Meine Frau hat mich gebeten, niemanden, besonders nicht euch, in unser Heiligtum zu lassen. Es war herzlos von euch, solche Furcht in sie zu pflanzen. Geht! Eure Frau ist nicht die, für die ihr sie haltet. Ha! Lügen! Sie hat mir erzählt, dass ihr so etwas sagen würdet. Natürlich. Warum ihr als Fremde sie nur so hassen könnt, begreife ich nicht. Denkt einen Augenblick nach. Erinnert sich eure Frau an eure gemeinsame Zeit vor ihrem Tod? Sie hat vielleicht einige Kleinigkeiten vergessen. Ihr wisst nicht, welchen Tribut der Tod einfordert. Das ergibt keinen Sinn. Ich mag euch jetzt vielleicht nicht aufhalten können, aber ich werde nicht aufgeben, es zu versuchen. Ihr müsst mir glauben, wenn nicht, werden noch mehr Leute sterben. Ich? Was? Nun gut. Manchmal denke ich schon, dass mit dem, was ich da vor mir sehe, etwas nicht ganz stimmt. Manchmal sehe ich etwas aus den Augenwinkeln oder wenn sie denkt, dass ich nicht hinschaue. Bei Anuiels Klarheit habe ich die feste Hände verloren. Der hat ja ganz komische Hände. Oh. Oh, das sieht ja wirklich sehr einladend hier aus. FPS? 5, 44, 97. Was ist das für ein Ort?
Bei den Göttern, was ist das? Ihr habt unser gemeinsames Leben ruiniert. Ja. Und ich werde euch jetzt ein Ende bereiten, beziehungsweise euch auch einsperren. Gefällt euch das? Nee, das ist über die echte, ne? Das ging ja schnell. Es tut mir leid, aber eure Frau wird nicht wiederkommen. Ihr hattet recht. Mit allem. Meine Frau ist immer noch genauso tot wie zuvor. Es war einfach alles eine Lüge. Es musste getan werden. Es tut mir leid. Ich war blind. Ein verzweifelter Mäher, der von seiner Einsamkeit getäuscht wurde. Sie muss mich geliebt haben, wisst ihr? Sie hat mir so oft das Leben gerettet. Vor Spionen des Dominions, vor Kreaturen aus diesen Sümpfen. Sie, es muss wirklich etwas für mich empfunden haben. Was werdet ihr jetzt tun? Ich weiß es nicht. Ich sollte hier bleiben, sofern Shijai Tel es mir erlaubt. Kein anderer Ort wird mir sichere Zuflucht bieten. Und meine Leute werden mich für meinen Verrat hinrichten wollen. Ich kann immer noch meine Studien betreiben. Und vielleicht wird mir sogar eines Tages vergeben werden. Ja, nur vielleicht. Okay, da haben wir ja Tiefgräber jetzt erfolgreich abgeschlossen. Sehr schön. Und dann wollte ich einfach mal sagen, gehen wir in der nächsten Folge zum Schlüfflingskron. Und hier war ja noch irgendwo ein Gewölbe, das wir mitnehmen werden. Da haben wir nämlich dann das vorletzte Gewölbe abgeschlossen und hier befindet sich natürlich dann das letzte. Und dann werden wir uns Richtung Sycamoras aufmachen und mal schauen, was dort auf uns wartet. Und dann würde ich einfach sagen, gehen wir, nachdem wir hier alles abgeschlossen haben, dann Richtung Zug. Werden das abschließen, dann hier rum, da rum und irgendwann hier dann und dann kommen wir wieder nach Loriasel. Genau. Nur als grober an... nicht an... Punkt, aber als grobe Richtung, was uns in den nächsten Folgen jetzt noch alles erwarten wird. Und ich hoffe natürlich, dass ihr in den nächsten Folgen mit dabei sein werdet. Wenn wir, ich denke mal, dann in den vielleicht so nächsten 10 Folgen Schattenfan abgeschlossen haben und dann werden wir uns ja in neue Gebiete aufbegeben. Und ich hoffe natürlich, dass ihr dann bei dieser Reise mit dabei sein werdet und natürlich, dass euch die heutige Folge gefallen hat.